hier ermöglicht hat. Wir haben einen Referenten eingeladen heute, den Eric Fassin. Er hat ein Buch geschrieben, Revolte oder Ressentiment, über den Populismus. Und dieses Buch ist im Mai 2019, liegt es in deutscher Übersetzung vor. Er selbst ist Professor für Soziologie an der Universität in Paris. Und ja, bonsoir, Monsieur Fassin. Außerdem haben wir eingeladen Stefan Lessenig. Die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist Lehrstuhlinhaber der Soziologie an der LMU. Außerdem möchte ich begrüßen Morten Paul vom August Verlag in Berlin, der für diese Übersetzung des Buches zuständig war. Und das Buch könnt ihr auch erwerben. Das gibt es dort hinten in der Ecke, falls ihr durchkommt. Und ist für 12 Euro zu haben und ihr könnt es euch sogar signieren lassen. Ja. Ich möchte dich begrüßen sehr herzlich Eva Fleischmann, die heute Abend die französische Übersetzung vornehmen wird. Und dann noch kurz etwas zur Bürokratie. So ist es bei den politischen Stiftungen. Ich muss leider eine Teilnahmeliste rumgeben. Es wäre ganz schön, wenn da Namen drinstehen würden. Außerdem machen wir Filmaufnahmen, allerdings nur von der Veranstaltung. Und ich freue mich auch sehr, dass die Favorit Bar uns die Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt hat. So, jetzt möchte ich aber gar nicht mehr so viel erzählen und würde übergeben an Stefan Lessenig, der die Moderation machen wird heute. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Julia. Vielen Dank an alle, dass ihr sie so zahlreich gekommen seid. Wir haben im Vorgespräch, es gab schon eine Lesung und Diskussion mit Eric Fassin in Berlin. Organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da waren ca. 50 bis 60 Leute und wir haben gleich gesagt, das toppen wir. Also von wegen Avantgarde der Konformität in München. Ja. Wir freuen uns sehr, dass das Haus voll ist. Danke an Lenny, Matthias und die anderen für die Gastfreundschaft heute Abend. Auch von meiner Seite nochmal an Morten Paul, danke fürs hier sein. Cheflektor des August Verlags, oder gibt es nur einen? Also Cheflektor des August Verlags. Wir freuen uns natürlich vor allen Dingen, Eric Fassin hier zu haben. Und ich kann nur sagen, egal ob signiert oder unsigniert, ich würde das Buch mitnehmen. Es ist ein großes, kleines Buch. Ich habe es erstaunlicherweise 2 Wochen gelesen, bevor Julia Killes gefragt hat, ob ich bei der Veranstaltung mit dabei sein würde. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es gibt Vergleichbares nicht auf Deutsch bislang oder von deutschen Sozialwissenschaftlerinnen, die sich auf diese Weise mit dem Populismus und den Verwirrungen zwischen Rechts- und Linkspopulismus beschäftigen. Ich kann vielleicht kurz etwas, ist es eigentlich laut genug, wenn ich hier so, ja, alles gut? Ich sollte kurz etwas zu Eric Fassin sagen, das, was ich in Erfahrung bringen konnte. Also Eric Fassin ist eigentlich, spricht praktisch jede Sprache der Welt. Er hat sich entschieden, das heute Abend auf Französisch zu machen und Eva Fleischmann, sekundiert durch Adam Yamani, übernehmen hier die, jetzt wenn ich sage unprofessionelle, meine ich das nicht so, nur um Verständnis zu heischen. Ja? Das sind keine professionellen DolmetscherInnen, sondern das französisch mächtige Personen, die hier solidarisch einspringen, um uns das Ganze zu vermitteln. Also die beiden auch ganz wichtig. Eric Fassin selber spricht aber eigentlich auch Deutsch. Vor allem hat er gesagt, er hält gerne Vorträge in Sprachen, die er nicht kann. Hat sich aber nicht dazu hinreißen lassen, es auf Deutsch zu machen. Könnte es ohne weiteres auf Englisch machen. Er war 5 Jahre in den USA an der Brandeis University und an der New York University. Er war lange Zeit Professor agrégé für Soziologie an der École Normale Supérieure in Paris. Und ist seit 2012 Professor für Soziologie an der Université de Paris 8, Saint-Denis, Vincent. Können wir vielleicht nachher noch was sagen zu dieser Universität. Und seine Themenschwerpunkte, also als Soziologe, sind vor allem Politiken der Sexualität, Politiken der Rassifizierung in Frankreich, in den USA. Viel publiziert dazu, La Nation de la Question Homosexuelle 2005, De la question sociale à la question raciale, Fragezeichen, mit seinem Bruder Didier Fassin, von dem es hier große Fans im Raum gibt, mindestens einen sehe ich da hinten, also nicht nur Fans von Eric, sondern auch von Didier Fassin, und dann in den letzten Jahren auch zu Fragen der
politischen Soziologie könnte man sagen, der Demokratie, Demokratie précaire, Chronique de la raison d'état, 2012, und Populisme, le grand ressentiment, 2017. Und dieses Buch ist übersetzt worden, beim August Verlag erschienen, Revolte oder Ressentiment über den Populismus. Und darüber reden wir heute. Und im Grunde genommen habe ich jetzt eigentlich schon mein ganzes Pulver verschossen. Meine Aufgabe ist eigentlich nur Stichwortgeber zu sein, um den Vortrag von Eric Fassin anzuregen. Und einfach dafür, dass er das nicht als einen durchgängigen 45-minütigen Vortrag hält, der dann unsere Übersetzerinnen überfordert, gebe ich so ein paar Fragen als Stichworte und dann werden wenige Minuten Beitrag erfolgen und dann übersetzen die beiden. In Wahrheit muss man in dem Wort Populismus eher eine Waffe als einen Begriff sehen, sagt Eric Fassin. Ihr findet das auf Seite 27, das ist der deutschsprachigen Ausgabe. In Wahrheit muss man in dem Wort Populismus eher eine Waffe als einen Begriff sehen. Mich würde interessieren, wie meinst du das? Warum Waffe, warum nicht Begriff? Und dennoch geht es ja um den Begriff. Also wie würdest du den Begriff des Populismus fassen? Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, die Rosa Luxemburg Stiftung und August Verlag und Stefan und Eva und alle. Et c'est la fin de mon intervention en allemand. Le terme de populisme est beaucoup utilisé et presque tous les gens qui travaillent sur ce sujet commencent par dire il n'y a pas de définition et ensuite ils donnent une définition et donc ils oublient le problème qu'ils ont commencé par poser. Moi je voudrais constamment garder cette idée que ça n'est pas un concept, c'est une arme, c'est quelque chose qui sert dans le combat politique, soit négativement, soit positivement. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire sur ce sujet, c'est qu'on est passé d'un moment où, en français et dans d'autres langues, le mot populisme était toujours utilisé négativement, à un moment aujourd'hui où, à gauche, certains commencent à utiliser depuis quelques années le mot positivement. Also, ich fange an. Eric Fassin meinte, dass der Begriff des Populismus sehr viel genutzt wird. Und jeder, der sich mit dem Begriff des Populismus beschäftigt, beginnt eigentlich damit festzustellen, dass es keine klare Definition von Populismus gibt, aber am Ende dabei herauskommt oder versucht, eben diesen Begriff zu definieren. Und genau das möchte Eric Fassin nicht machen. Er will vielmehr von der Problemstellung, von der ursprünglichen Problemstellung ausgehen und sagen, es ist erstmal kein Konzept, also es ist kein klar definierter Begriff, es ist vielmehr eine Waffe, die im politischen Kampf dienen kann, sei es positiv oder negativ gewendet. Und der Grund, warum Eric Fassin sich zunehmend mit diesem Begriff auseinandersetzt, das ist, dass der Begriff früher in Frankreich vor allem negativ verwendet wurde. Also er wurde vor allem für die Rechte etc. verwendet. Er wird aber zunehmend immer wieder positiv gewendet und findet Eingang in die Linke. La définition négative du populisme, c'était une manière de considérer que l'extrême droite, qui a pris l'importance depuis une génération, en France en particulier, eh bien, c'était enraciné dans les classes populaires. Donc, dénoncer le populisme, c'était à la fois dénoncer l'extrême droite et dénoncer la responsabilité des classes populaires soupçonnées d'être racistes et xénophobes. Or, aujourd'hui, lorsque, à gauche, on se saisit du mot populisme, ça n'est pas du tout le même usage. C'est pour dire que la gauche a oublié les classes populaires et qu'il est temps de renouer avec les classes populaires. Donc, ceux qui, aujourd'hui, revendiquent contre le populisme de droite, un populisme de gauche, disent « il est temps de nous tourner vers les classes populaires ». Genau, der Begriff des Populismus wurde ja früher immer vor allem für die extreme Rechte betitelt und wurde dort auch verortet. Und es war so,
dass mit dem Begriff des Populismus nicht nur die Rechte denunziert wurde, sondern auch die unteren Klassen, also die Classe Populaire. Sie wurden als rassistisch oder fremdenfeindlich damit beschrieben. Und jetzt will die Linke sich diesen Begriff wieder aneignen, um eben dem Vorwurf zu entgehen, dass man die unteren Klassen vergessen hätte. Und genau, und deswegen will sich die Linke zunehmend als populistisch begreifen und sich deshalb den unteren Klassen wieder zuwenden. Mais pourquoi utiliser le mot populisme? C'est-à-dire, pourquoi dire qu'il y aurait d'un côté un populisme de droite et de l'autre un populisme de gauche? Pourquoi ne pas dire, par exemple, qu'il y a en ce moment un néofascisme? Et si on dit qu'il y a un néofascisme, on ne va pas dire qu'il y a un néofascisme de droite et un néofascisme de gauche. Donc quand on dit populisme, c'est une manière de dire qu'il va y avoir un dénominateur commun entre le populisme de droite et le populisme de gauche. La question, c'est donc de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre, par exemple en France, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun aux États-Unis entre Donald Trump et Bernie Sanders, etc. Donc, c'est une question stratégique, le choix des mots. Choisir le mot populisme, c'est supposer qu'il y a quelque chose de commun entre populisme de droite et populisme de gauche, et c'est ce que je voudrais critiquer. Genau, also warum soll man denn jetzt diesen Begriff des Populismus nutzen und sagen, den gibt es einerseits für die Rechte als auch für die Linke? Warum können wir nicht einfach sagen, dass es einen Begriff des Neofaschismus gilt zu etablieren? Mit dem Begriff des Populismus geht man nämlich davon aus oder sagt, dass es einen gemeinsamen Nenner zwischen der Rechten und der Linken gibt. Und die Frage, die Eric Passat sich stellt, ist, was ist denn das Gemeinsame, wenn man jetzt in Frankreich sich überlegt, zwischen Jean-Luc Mélenchon oder Marine Le Pen? Wenn man in die USA schaut, was ist das Gemeinsame zwischen Bernie Sanders und zwischen Donald Trump? Und für Eric Passat ist das vor allem eine strategische Frage. Was heißt es denn, wenn man, genau, was soll es denn da an Gemeinsamkeiten geben, wenn man von Populismus spricht? Dernier point. Si on se dit, lorsqu'on est de gauche, on est bien d'accord pour dire qu'un populisme de gauche ne doit pas être xénophobe et raciste. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre les deux? Eh bien, la réponse, c'est la critique du néolibéralisme. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que Marine Le Pen, elle serait contre le néolibéralisme. Et on nous dit un peu la même chose sur les populistes de droite. Or, ça n'est pas vrai. Les populistes de droite, que pour ma part j'appellerais néofascistes, quand c'est les États-Unis, Donald Trump, on voit bien que ce n'est pas un ennemi de Wall Street. Quand c'est Bolsonaro au Brésil, on voit bien qu'il s'est fait élire avec le soutien des milieux économiques et financiers. De manière générale, les néolibéraux se servent du populisme et les populistes de droite font du néolibéralisme. Donc, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de commun entre le populisme de droite et le populisme de gauche? Wenn man jetzt von einem linken Populismus ausgeht, dann sagt man, dass eben dieser linke Populismus nicht rassistisch sein muss und auch nicht xenophob sein muss. Was soll aber dann das Gemeinsame sein zwischen dem rechten und dem linken Populismus? Es soll die Kritik am Neoliberalismus sein. Deswegen könnte man ja sagen, Marine Le Pen ist ja gegen den Neoliberalismus. Also ist das das, was wir gemeinsam haben mit den rechten Parteien. Aber Eric Fassard sagt, dass eben genau das nicht richtig ist. Denn wenn man sich zum Beispiel Donald Trump anschaut, dann ist er in keinster Weise ein Feind der Wall Street. Genauso wie Bolsonaro in Brasilien von vor allem den vermögenden Klassen unterstützt wird. Das heißt als Schluss, dass sich die Neoliberalen des Populismus bedienen und die Populisten, die Populismen sich auch des Neoliberalismus bedienen. Also, was soll jetzt das Gemeinsame sein zwischen den Rechten und den Linken? Ja, Eric Fassard nennt es in dem Buch auch Konfusionismus, also die ideologische Vermengung von Rechts- und Linkspopulismus. Und im Grunde genommen ist das Buch ein Anschreiben genau gegen diesen Konfusionismus und eine Kritik dieser Vermengung. Du sagst dann,
es gibt eigentlich keinen Übergang zwischen Rechts- und Linkspopulismus. Aber es gibt ja im politischen Prozess tatsächlich relative Nähen oder Versuche, ja, diesen Übergang herzustellen. In welchem Sinne gibt es keinen Übergang zwischen Rechts- und Linkspopulismus, in welchem Sinne vielleicht doch? Si j'ai bien compris, pourquoi utilise-t-on le même mot dans l'espoir de faire basculer des gens du populisme de droite vers le populisme de gauche? Donc emprunter une rhétorique du populisme de droite et la retourner pour convertir des électeurs. Ça, c'est l'espoir. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on peut le regarder d'abord parce que, par exemple, en France, on s'aperçoit que, d'un côté, les électeurs de gauche n'ont pas basculé à l'extrême droite, contrairement à ce qu'on nous raconte. Il y en a quelques-uns, mais statistiquement, ça n'est pas vrai. Et deuxièmement, les électeurs d'extrême droite ne basculent pas à l'extrême gauche. Ça, on peut le constater empiriquement. Alors, ce que beaucoup de gens vous répondront, si vous dites ça, c'est « Mais alors, comment ça se fait qu'en France, le premier parti ouvrier, c'est le Front National, ou maintenant ça s'appelle le Rassemblement National ?» Si c'est le premier parti ouvrier, ça doit bien vouloir dire que les ouvriers votent à l'extrême droite. Oui, mais ça, c'est quand on compte seulement les ouvriers qui votent. Parce que la plupart des ouvriers ne votent pas. Qu'est-ce qui s'est passé en France et dans beaucoup de pays? C'est que les classes populaires de gauche ont été dégoûtées par la gauche. Donc ne votent plus. Les classes populaires qui votaient à droite ont commencé à voter à l'extrême droite. Donc effectivement, le résultat, c'est que si on compte seulement ceux qui votent, on va dire que les ouvriers votent à l'extrême droite. Mais si on compte tous ceux qui ne votent pas, on va dire qu'il y a deux logiques. Parce qu'il y a toujours eu des logiques politiques différentes dans les classes populaires. Ceux de droite sont devenus d'extrême droite, ceux de gauche sont devenus abstentionnistes. Also, warum sagt man jetzt das Wort Nutzen des Populismus? Dahinter steht die Hoffnung, dass die Wähler oder WählerInnen von den rechten Parteien sich hin zu den Linken wenden, also dass sie quasi konvertieren. Aber das klappt so nicht. Eric Vassal erklärt das mit dem Beispiel von Frankreich und zeigt auch oder weist auf Statistiken hin, dass es eben nicht so ist, dass rechte WählerInnen irgendwann die Linken wählen. Natürlich ist es so, dass man jetzt sagen kann, dass die erste Arbeiterpartei in Frankreich, der Front National, jetzt Rassemblement National ist. Das heißt, man könnte meinen, die Arbeiter, ArbeiterInnen wählen rechts. Aber wichtig, und das ist das zentrale Argument von Eric Vassal, ist, dass eben nur die rechts wählen, die eben, oder nicht nur die, dass die vor allem rechts wählen, die überhaupt wählen gehen. Also, was ist passiert? Eric Vassal stellt fest, dass gerade linker WählerInnen immer mehr Politik verdrossen wurden und sich dadurch in die Nichtwahl oder eben dahin geflüchtet haben, nicht mehr wählen zu gehen. Und er sagt, dass die Rechten immer extremer rechts wählen gehen, aber eben die wählen, vor allem für die Rechten wählen. Entschuldigung, das war jetzt etwas konfus. Aber die eben nicht wählen, dahinter sind, das sind vor allem linke Leute, die sich mittlerweile immer mehr dahingehend flüchten, nicht mehr die Wahlen zu unterstützen. Donc, ça c'est l'argument empirique. Mais il y a aussi un argument théorique pour expliquer pourquoi on ne bascule pas comme ça de la droite à la gauche, ou de la gauche à la droite. Lorsque Chantal Mouffe, la philosophe, qui est devenue la grande pionnière d'un populisme de gauche, lorsqu'elle défend le populisme de gauche, c'est parce qu'elle reproche à la politique d'avoir oublié les émotions, d'avoir privilégié la raison et d'avoir oublié les émotions. Je suis d'accord, j'utiliserai plutôt le terme d'affect. Et surtout, j'utiliserai le terme d'affect au pluriel, c'est-à-dire
en disant, oui, il y a des affects, et non pas seulement un affect ou de l'émotion, etc. Et en particulier, je propose de distinguer des affects de droite et des affects de gauche. Es gibt aber neben diesem empirischen Argument auch ein theoretisches Argument, warum die WählerInnen von rechts nicht nach links umkippen und die von links nicht nach rechts umkippen. Und dabei bezieht sich Eric Voisin auf die Philosophin Chantal Mouffe, die als Pionierin des Linkspopulismus gelten kann, die den Linkspopulismus auch heute noch verteidigt und die dafür plädiert, die Emotionen zurückzubringen. Und Eric Voisin möchte eher von Affekten sprechen und benutzt hier ganz bewusst auch das Wort im Plural, also die Affekte, denn er geht davon aus, dass es verschiedene Affekte gibt und die sind unterschiedlich, je nachdem, ob man für rechts oder für links wählt. Quels sont ces affects différents? Eh bien, c'est le titre du livre dans sa version allemande. C'est d'un côté l'indignation, la révolte, et de l'autre le ressentiment. Le ressentiment d'extrême droite, il est pas seulement fondé sur un rejet des élites, il est aussi fondé sur un rejet des pauvres ou des minorités, c'est-à-dire pas simplement ceux qui sont au-dessus, mais aussi ceux qui sont en dessous. Alors que l'indignation ou la révolte de gauche, c'est à la fois contre les élites, mais aussi contre les inégalités. C'est-à-dire, le problème n'est pas seulement ce que je subis moi, c'est l'ordre social dans ce qu'il a d'injuste que je critique lorsque je suis de gauche. C'est pas seulement moi je me suis fait avoir, mais ça n'est pas juste pour la société, même quand j'en bénéficie moi-même. Und man muss hier eben zwei Affekte vor allem unterscheiden, die auch im Titel des Buches sind. Und das ist zum einen die Empörung, die Revolte, die vor allem für linke WählerInnen zutrifft. Und auch andererseits das Ressentiment, das man vor allem auch bei der rechten Seite findet. Und Eric Voisin sagt, dass es eben nicht nur ein Zurückweisen der Eliten ist, sondern auf der rechten Seite vor allem auch ein Zurückweisen von Minoritäten ist. Das heißt, es geht nicht nur um ein schlechtes Gefühl, ein Ressentiment gegen die, die über einem sind, sondern auch gegen die unter einem stehen. Das ist eben ganz anders auf der Linken. Die sind natürlich auch gegen die, sind gegen die Eliten gewendet, diese Empörung und diese Revolte. Aber gleichzeitig ist es auch für eine hin zu einer gerechteren Welt gedacht. Also es geht wirklich um die ungerechte soziale Ordnung bei der Empörung. Okay, ich muss jetzt erstmal meine unvorsichtige Aussage vom Anfang zurücknehmen, dass wir keine professionelle Übersetzung hätten. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Ja, also alle Nervosität war eigentlich völlig überflüssig. Genau, also Eric Voisin spricht diesbezüglich auch von einer dyadischen und einer triadischen Beziehung, ne? Also ob es oben gegen unten geht oder ob oben gegen unten sozusagen auch abgelenkt wird auf ein Drittes, was außen steht. Ich möchte mal fragen, PopulistInnen müssen sich ja logischerweise auf das Volk beziehen. Ist der Bezug auf das Volk, auf die Classe populaire, ist das politisch neutral? Ist das eher rechts, eher links? Kann es einen nur linken Bezug auf das Volk geben? Und ich sage das jetzt natürlich aus der deutschen Perspektive, wo das besonders schwierig erscheint. Aber auch grundsätzlich, was macht einen rechten, was einen linken Bezug auf das Volk aus? Alors d'abord, je dirais qu'il y a eu un fantasme politique lié à l'histoire du communisme, selon lequel le peuple, c'est-à-dire les classes populaires, étaient naturellement de gauche parce que c'était leurs intérêts de classe et que donc quand le peuple n'était pas de gauche, c'est qu'il était aliéné. Donc il se trompait. Je crois que ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire que le peuple, les classes populaires, ne sont pas entièrement déterminées par leurs intérêts économiques, pas plus que les autres classes sociales. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les classes sociales, il y a des gens qui votent à droite et il y a des gens qui votent à gauche. Le vote n'est jamais la traduction d'une position de classe. Jamais uniquement la traduction d'une position de classe.
diese Verbindung von Volk und der dazugehörigen politischen Position kommt daher, dass das so ein politisches Phantasma ist, das vor allem mit dem Kommunismus einherkommt oder das damit irgendwie in Verbindung steht, dass das Volk natürlich links wählt, um seine Klasseninteressen zu vertreten. Wenn es aber nicht links wählt, dann heißt es, dass das Volk getäuscht wurde. Eric Fassard glaubt es eben nicht so. Er sagt, dass das Volk und die unteren Klassen nicht determiniert sind. Wie in allen Klassen kann man sowohl rechts als auch links wählen. Und die Stimme ist niemals eine direkte, oder die Stimme in der Wahl ist niemals eine direkte Übersetzung der Klassenpositionierung. Je voudrais reprendre l'exemple des États-Unis et de l'élection de Trump. Lorsque Donald Trump a été élu, tout le monde était surpris, tout le monde était horrifié, et donc la première explication, c'était que les classes populaires avaient abandonné les démocrates et s'étaient ralliées aux républicains, et en l'occurrence à Donald Trump. Or, c'est faux. Les informations disponibles dès l'élection montraient que, malgré tout, Hillary Clinton avait 12 points de plus que Trump parmi les moins riches. Donc, c'est faux. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a tendance à croire que c'est vrai, malgré les éléments empiriques? Parce que, effectivement, à gauche, aujourd'hui, il y a une culpabilité partagée et justifiée. On a abandonné les classes populaires, et donc on se dit, c'est pour ça qu'on perd. Mais aux États-Unis, comme en France, oui, c'est parce qu'on a abandonné les classes populaires qu'on perd quand on est à gauche, mais ça ne veut pas dire qu'elles votent à droite. Ça veut dire qu'elles s'abstiennent. Et ça, c'est pareil pour les États-Unis. Simplement, si on veut comprendre le succès de Trump, c'est d'avoir fait croire qu'il incarnait le peuple, qu'il incarnait les classes populaires. Or, il incarnait un peuple blanc, un peuple en bonne partie masculin. Et donc, c'est une version du peuple. Et je crois qu'il est très important de bien comprendre que le vote n'est pas la traduction de la classe, c'est la traduction de la politique. Et que donc il y a différentes versions du peuple. Als Trump in den USA gewählt wurde, war erstmal jeder überrascht und auch irgendwie schockiert. Und man ging mit der ersten Erklärung davon aus, dass man die unteren Klassen einfach verloren hat. Also dass die sozialdemokratischen Parteien die einfach verloren haben. Aber wenn man sich die empirischen Daten anschaut, dann ist das nicht direkt so, denn Hillary Clinton hat wohl mehr Stimmen eingefahren als Donald Trump, wenn man sich das mit dem Einkommen genauer anschaut. Aber wieso ist diese Erklärung so anschlussfähig? Es ist so, dass die Linke vor allem von einer geteilten Schuld ausgehen, dass man eben die unteren Klassen aufgegeben hat und deswegen die WählerInnen zunehmend an die Republikaner verliert. Aber was Eric Fassard vorschlägt, ist, wenn man sich die Wahlen mal ganz genau anschaut und wenn man verstehen will, warum Donald Trump gewählt hat, dann ist es so, dass er nicht das Volk inkarniert, sondern vielmehr ein Volk. Und zwar ein Volk, das weiß ist und das männlich ist. Und deswegen rät er zur Vorsicht, dass man nie die Stimme in der Wahl direkt aus, den Klassen, oder aus der Klassenpositionierung herleiten soll. Et de ce point de vue, ma critique du populisme de gauche, c'est que justement, d'un côté, ça n'est pas pensé assez politiquement, c'est-à-dire avec le fait qu'il y a différentes idéologies, et deuxièmement, avec la définition du peuple. Parce que le peuple dont nous parle le populisme de gauche, c'est tout le monde sauf les élites. Ben, tout le monde sauf les élites, c'est le contraire d'une logique de classe. Parce que, à l'intérieur de tout le monde, il y a des positions de classe très différentes. Donc aujourd'hui, à mon sens, par exemple, l'argument de Chantal Mouffe est un argument qui efface les différences de classe pour unifier le peuple. La réalité, c'est que le peuple n'est ni unifié idéologiquement, ni unifié en termes de classe. Donc parler de peuple, c'est nier et les différences de classe et les différences idéologiques.
et je rajoute juste un élément, c'est aussi laisser de côté toutes les questions de minorité. Parce que, en fait, quand on parle du peuple unifié, on ne veut pas voir le fait que dans le peuple, il y a des minorités sexuelles, il y a des minorités raciales, c'est-à-dire l'envers de ce que racontent Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, qui sont les défenseurs des majorités au sens des rapports de domination, c'est-à-dire en particulier des blancs, si possible hommes, et encore mieux, hétérosexuels. Deshalb kann man die Kritik am Linkspopulismus in zwei Schienen fassen. Zum einen kann man erst mal sagen, dass dadurch ideologische Unterschiede unsichtbar gemacht werden und zum anderen, dass zu diesem Volk jeder gehört, außer den Eliten. Also das ist dann aus einer soziologischen Perspektive heraus gedacht. Unterschiedliche Positionen werden mit diesem Begriff des Volkes einfach unsichtbar gemacht. Und das ist auch das, was Eric Fassin-Chantal vorwirft, dass eben diese ganzen Unterschiede, die man heute finden kann, eingeebnet werden. Und das, er geht davon aus, dass das Volk eben weder ideologisch noch hinsichtlich seiner Klassenpositionierungen einheitlich ist. Und was noch hinzuzufügen ist und besonders wichtig ist, sind eben, ist eben auch die Tatsache, dass man vor allem ethnische Minderheiten dann auch einfach zur Seite lässt. Wenn man von diesem vereinigten Volk ausgeht, dann sieht man nicht, dass in diesem Volk Minderheiten, seien es ethnisch, sexuell oder ähnlicher Art sind. Und das sieht man auch sehr gut, wenn man sich Trump und Bolsonaro nochmal genauer anschaut. Und von welchem Volk gehen die denn aus? Welches Volk verteidigen sie? Sie verteidigen eigentlich das Volk des weißen, heterosexuellen Mannes. Was ich an dem Buch unter anderem sehr überzeugend finde und an der Argumentation ist, zu sagen, diejenigen, die der populistischen Versuchung erliegen, sind keine Opfer, sondern sie sind politische Subjekte, sozusagen ernstzunehmende politische Subjekte, und zwar politische Subjekte des Ressentiments. Wenn man davon ausgeht, was heißt es dann in Deutschland in den letzten Jahren, gibt es die typische politische Redewendung, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen. Und sogar auch die der Bürgerinnen. Was bedeutet es dann, wenn man diese Population als ein politisches Subjekt des Ressentiments begreift, was bedeutet es dann, deren Sorgen ernst zu nehmen? Bien sûr qu'il y a de la souffrance sociale. C'est un élément évident. Par exemple, en France, le mouvement des Gilets jaunes exprime très souvent une souffrance qui n'est pas seulement économique, mais qui est aussi un problème de non-reconnaissance. À mon sens, d'ailleurs, c'est un des problèmes, si on essaie d'utiliser l'opposition de Nancy Fraser entre les politiques de redistribution et les politiques de reconnaissance, donc entre les politiques minoritaires et les politiques de classe, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, les mouvements sociaux demandent et de la reconnaissance et de la redistribution. Eric Fassin sagt, dass es natürlich soziales Leiden gibt. Zum Beispiel sieht man es auch am Beispiel der Gelbwesten in Frankreich, die eben nicht nur ökonomisches Leiden ausdrücken, sondern auch darauf hinweisen, dass sie keine Anerkennung finden. Und dann geht er kurz auf Nancy Fraser ein und geht auf das Problem ein, dass, oder auf die Unterscheidung ein, dass es momentan eben nicht mehr nur um Umverteilung, also um ökonomisches Leiden geht, sondern auch gleichzeitig um die Anerkennung, also was sich eher im Kampf von Identitätspolitiken widerspiegelt. Und dass soziale Bewegungen momentan beides auf sich vereinen. Je crois que aujourd'hui, en même temps, il ne faut pas réduire le vote d'extrême droite à un vote de souffrance. D'une part, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ne votent pas à l'extrême droite, y compris qui votent à gauche ou qui s'abstiennent. Mais d'autre part, il y a beaucoup de gens qui votent à l'extrême droite et qui ne souffrent pas du tout. Donald Trump est un milliardaire et il y en a beaucoup d'autres qui sont au contraire des privilégiés. Donc ce ne sont pas les dominés qui votent pour l'extrême droite, il y a des dominés qui votent pour l'extrême droite, il y a des dominants qui votent pour l'extrême droite, et donc
il me semble qu'il faut changer de posture politique. Non pas être dans la compassion, c'est-à-dire dans la condescendance. Il faut reconnaître qu'il y a des valeurs différentes. Que les gens qui votent à l'extrême droite, ça n'est pas parce qu'ils sont malheureux, ça n'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce qu'ils trouvent un plaisir à voter pour des fascistes. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la jouissance des fascistes. Ils ne votent pas parce qu'ils sont malheureux, voter ainsi leur donne du plaisir. Er geht davon aus, dass man heutzutage nicht davon ausgehen kann oder die extreme Rechte nicht darauf reduzieren kann, dass sie leidet. Ja, es gibt sehr viele Leute in den Gesellschaften, die leiden, aber die müssen nicht zwangsläufig für rechts wählen. Sie können auch für links wählen oder eben überhaupt nicht wählen gehen. Und wenn man sich die Wählerschaft der Rechten genauer anschaut, dann ist es so, dass die oft auch nicht leiden, sondern sehr privilegiert sind. Es sind eben nicht nur die Dominierten, die für rechts wählen, sondern auch die Dominierenden. Und daraus leitet Eric Fassin ab, dass man seine politische Haltung ändern muss und eben nicht herablassend mitfühlen soll, sondern vielmehr anerkennen muss, dass es unterschiedliche Werte gibt. Die kommen auch daher, dass von einer gewissen Freude eben für die extreme Rechte zu wählen. Und man darf eben diese Freude nicht unterschätzen. Also eben die Freude daran, das Ressentiment, die Rechten zu wählen. Je ne sais pas le mot pour jouissance, mais ça n'est pas seulement Freude. C'est une jouissance sexuelle. Es wurde ja schon angedeutet, dass Eric Fassin eigentlich dem sogenannten populistischen Moment, den Chantal Mouffe oder gegen Chantal Mouffe dann, den oder das neofaschistische Moment gegenüber stellt. Das klingt ja in bürgerlichen Ohren vielleicht ein bisschen übertrieben, Neofaschismus. Was rechtfertigt denn die Rede davon, dass wir einen neofaschistischen Moment erleben gegenwärtig in Europa, in den USA, nicht nur in Frankreich, nicht nur in Deutschland? Was ist das Neofaschistische an diesem Moment? Und das würde mich nochmal interessieren, was, welche Rolle spielt die Lust am Ressentiment dort? Il est difficile de parler de néofascisme parce qu'immédiatement on est soupçonné d'exagérer. L'idée, c'est, on a déjà connu le fascisme, vous n'allez pas à chaque fois nous ressortir la menace du nazisme, du fascisme, etc. C'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on a connu le fascisme qu'on ne doit plus jamais en parler, à l'inverse. La question, c'est, j'utilise le terme de néofascisme pour dire à la fois c'est pareil et c'est pas pareil. C'est pareil que dans les années 30, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil pourquoi ? Parce que très souvent, ça prend des formes démocratiques. Dans les années 30, le fascisme dit qu'il est contre la démocratie. Aujourd'hui, très souvent, par exemple en France, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle revendique la République. Elle revendique la laïcité, donc toutes les valeurs de la démocratie. Ceux qui parlent au nom du peuple, de Bolsonaro à Trump ou Orban, ne disent pas qu'ils sont contre la démocratie. Tout le monde est pour la démocratie. Ça change les rhétoriques, ça change les formes politiques, mais ça n'empêche pas qu'on puisse parler de néofascisme. Genau, wenn man das neofaschistische Moment oder das Moment als neofaschistisch benennt, dann wird es irgendwie schwierig, darüber zu reden, weil einem sehr oft vorgeworfen wird, dass man übertreibt. Wir alle, genau, gleichzeitig aber kann man sagen, dass es sehr viele Momente gibt, die ähnlich sind zu den 30ern und die überhaupt gar nicht ähnlich sind zu den 30ern, denn momentan nimmt der Faschismus ganz neue Formen an, und zwar demokratische Formen. Wir können in den 30er Jahren, was so, dass die Faschisten vor allem gegen die Demokratie agitiert haben, heute aber, wenn man sich zum Beispiel Marine Le Pen anschaut,
dann beansprucht sie alle Werte der Demokratie für sich, beispielsweise den Laizismus. Auch wenn man sich Bolsonaro oder Trump anschaut, dann sind sie auch niemals gegen die Demokratie, sondern jeder ist dafür. Und Eric Fassin betont hier, dass es, dass sich die Rhetorik und auch die Form ändert, aber dennoch kann man darüber als Neofaschistisch sprechen. Pourquoi est-ce qu'il me paraît utile de parler de néofascisme? Parce que je crois qu'il est important de comprendre que c'est une logique de haine des minorités, de haine par exemple contre les Roms. C'est quelque chose qui est très présent en France, mais qui a gagné beaucoup d'importance en Europe. Une haine raciale, une haine contre les minorités sexuelles. Regardez ce qui se passe au Brésil. La question, c'est plutôt, pourquoi hésite-t-on à parler de néofascisme? Quand on voit, par exemple, qu'il peut y avoir des milices, ou quand on voit que Trump, il est applaudi par des suprémacistes blancs. Donc, il y a bien du fascisme, mais dans un monde qui a changé. Dans un monde où les formes sont plus démocratiques. Et je crois qu'il est important de prendre au sérieux effectivement la jouissance néofasciste, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Trump? Il a dit, peut-être que vous n'avez pas grand-chose, mais au moins vous êtes blanc. Et l'avantage d'être blanc, c'est que vous pouvez quand même mépriser, vous pouvez taper sur des noirs ou des hispaniques ou sur des homosexuels. Et ça, ça a des effets bien réels, c'est pas juste du discours, ça a des résultats dans la vie des gens. Et je crois que c'est pareil un peu partout. Les fascistes, ils disent aux gens, vous avez dans un monde néolibéral au moins une valeur, c'est votre capital identitaire. Et votre capital identitaire, c'est votre capital d'homme blanc. Warum ist es dennoch nützlich, von einem neofaschistischen Moment zu sprechen? Eric Fassin betont, dass es wichtig ist, eben die Logik des Hasses gegenüber Minoritäten zu betonen. Die zeigt sich momentan vor allem gegen die Roma in Frankreich, aber auch in ganz Europa und auch gegen sexuelle Minderheiten. Also wieso sollten wir eben nicht vom Neofaschismus reden? Wir könnten uns auch nochmal genau über Trump Gedanken machen, der eben genau deshalb auf den Hals bekommt, weil er für die weiße Übermacht plädiert. Die Formen ändern sich in einer Welt, die sich immer schneller ändert, aber die Formen werden demokratischer. Und genau das möchte Eric Fassin ernst nehmen, nämlich diese Lust am Neofaschismus. Und er weist dann nochmal auf Trump hin oder auf ein Beispiel von Trump, wo er sagt, vielleicht seid ihr nicht viel oder vielleicht habt ihr nicht viel, aber ihr seid weiß. Und deswegen kann man auf die schwarzen Hispanics oder homosexuellen Minderheiten herunterschauen. Und eben genau diese Einstellung oder dieser Diskurs oder das zu sagen, hat einen realen Effekt auf das Leben von vielen Leuten. Und man sieht es überall. Diese Aussage, dass man in einer neoliberalen Welt wenigstens sein identitäres Kapital behalten kann. Das identitäre Kapital weiß zu sein. Deux remarques, brève. La première, c'est que ça veut dire que aujourd'hui, le néolibéralisme autoritaire ou le néolibéralisme néofasciste, il est intersectionnel. C'est à la fois des politiques de classe, mais aussi des politiques sexuelles, des politiques de race. C'est une intersectionnalité réactionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la raison pour laquelle j'insiste aujourd'hui pour parler de néofascisme, c'est pour ne pas parler de populisme. Parce que la conclusion à laquelle arrive Chantal Mouffe, pour dire qu'après tout, on doit pouvoir récupérer des gens d'extrême droite, c'est qu'elle refuse de parler d'extrême droite et qu'elle choisit de dire que le populisme de droite, il a un noyau démocratique.
la grande question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on considère que les électeurs de Trump, que les électeurs de Bolsonaro, que les électeurs d'Orban, que les électeurs de Marine Le Pen, ils ont un noyau démocratique ou pas? Moi, ce que je suggère, c'est qu'il y a les formes de la démocratie et que c'est le contraire de la démocratie. Zwei Anmerkungen. Zum ersten ist der autoritäre oder neofaschistische neofaschistische Neoliberalismus durch eine Intersektionalität gezeichnet, also eine Intersektionalität von Klasse, Sex und Ethnie. Und Eric Fassin nennt das reaktionäre Intersektionalität. Der zweite Punkt ist, und warum er darauf bestehen und darauf bestehen bleibt, eben von einem neofaschistischen Moment und eben nicht von einem Populismus zu sprechen, erklärt er wie folgt. Er bezieht sich noch einmal auf Chantal Mouffe, die eben sagt, man muss die Leute oder die WählerInnen der Rechten zurückgewinnen, denn sie unterstellt, dass es auch dort einen demokratischen Kern gibt. Und genau da drückt Eric Fassin seine Gegenposition aus und er sagt, sind wir damit okay mit dieser Position? Glauben wir wirklich, dass es bei den Trump, Bolsonaro oder Orban-WählerInnen einen demokratischen Kern gibt? Und er betont nochmal, dass es eine demokratische Form ist, aber eigentlich genau das Gegenteil meint. Ja, wir haben vorher schon gesprochen und sind übereingekommen, dass dieses neofaschistische Moment ist, auch Formen der ästhetisch-literarischen Repräsentation gibt und wir sind übereingekommen und ich möchte jetzt Eric Fassin die Möglichkeit geben, das hier auch auszusprechen, weil er sagte, in Frankreich kann er das nicht sagen, dass Michel Houellebecqs dystopische Lustfantasien womöglich das die ästhetische Verarbeitung dieses neofaschistischen Moments sind. Würdest du dem zustimmen? Je suis sûr que j'ai compris au moins le nom de Michel Houellebecq. C'est très intéressant de voir le succès français et international de Michel Houellebecq. Il repose sur l'idée, premièrement, que c'est un grand écrivain, deuxièmement, qu'il raconte des choses très intéressantes sur le monde, mais que troisièmement, bien entendu, on ne va pas lui faire de procès politique. Pourtant, quand on raconte des choses sur le monde, eh bien, on fait de la politique. Quelle est la vision du monde proposée par Houellebecq? C'est une vision qui, pendant longtemps, a porté principalement sur la sexualité. Pendant les années 90, ce que racontait Houellebecq, c'était que la vie de l'homme hétérosexuel est difficile. Pourquoi? À cause de la libération sexuelle qui a permis aux femmes de demander plus de droits. Donc, le malheur sexuel, c'est la faute du féminisme. C'est pas très progressiste. Mais depuis les années 2000, et depuis Plateforme, en 2001, jusqu'à Soumission, en 2015, Houellebecq parle beaucoup de l'islam. Donc, il ne parle plus seulement de la souffrance de l'homme hétérosexuel, mais il ajoute, en substance, de l'homme hétérosexuel blanc. Ce que je suggère, c'est que le succès de Michel Houellebecq, c'est qu'il est l'incarnation d'une politique du ressentiment. C'est à cause du féminisme que je ne suis pas heureux. C'est à cause des musulmans. Tous ces gens-là m'empêchent de jouir. C'est ça que raconte constamment Michel Houellebecq. Et si je le traduis comme ça, on va me dire que je ne comprends rien à la littérature. Or, je crois qu'il est important de se demander si la littérature nous parle du monde. Et la littérature de Michel Houellebecq, elle parle du monde. Donc on peut demander ce qu'elle dit. Et c'est ce que je viens d'essayer de résumer. Es ist erstmal interessant, sich den Erfolg von Houellebecq anzuschauen. Denn erstmal ist er ein großer und wichtiger Schriftsteller. Zum zweiten schreibt er Interessantes über die Welt. Und zum dritten ist er ja angeblich überhaupt nicht politisch. Aber Eric Fassin sagt, indem man etwas über die Welt aussagt, sagt man auch etwas über die Politik aus. Und Houellebecq vertritt wohl, oder
teilt eine Weltanschauung, die vor allem über etwas Sexuelles funktioniert hat. So war in den Romanen der 90er vor allem das Leben von heterosexuellen Männern schwer wegen der sexuellen Befreiung der Frau, dass die Frau mehr Rechte hatte. Warum ist das Pech damals so aufgekommen? Schuld ist der Feminismus. Das ist erstmal nicht sehr progressiv. Jetzt schreibt Tolbeck sehr viel über den Islam. Und jetzt ist es eben nicht mehr nur das Leiden des heterosexuellen Mannes, sondern auch noch das Leiden des weißen heterosexuellen Mannes. Und deswegen wirft Eric Fasson Tolbeck vor, die Inkarnation des politischen Ressentiments sei. Sind eben nicht nur die Frauen, also wegen den Frauen und wegen den Muslimen, freue ich mich nicht mehr so. In Frankreich wird ihm wohl oft vorgeworfen, wenn er das so sagt, dass er wohl die Literatur nicht versteht, und deswegen möchte er das hier gern nutzen, um genau das einfach mal so zu sagen. Ja, München war schon immer der Hauptstadt der Befreiung. Also, das passte her. Wir wollen jetzt gleich auch zum Publikum öffnen, also vielleicht schon mal vorbereiten. Man kann auf Deutsch, man kann auch direkt auf Französisch fragen, dann wird so oder so übersetzt. Oder Englisch. Oder Englisch, genau. Ja, klar, geht Englisch. Noch eine letzte Frage von meiner Seite ist, wo bleibt das Positive? In dem Buch ist davon die Rede, dass die Linke die Initiative wieder übernehmen müsse. Die Linke muss die Initiative übernehmen. Es gilt, eine Linke herzustellen, zu konstruieren. Wie bitte soll das gehen? Je pense que un danger majeur quand on est gauche aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la dépression militante. C'est-à-dire que, à force de constater que c'est d'abord la droite avec Thatcher qui dit il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, Tina. Après, c'est les sociodémocrates, Blair et les autres, Schröder et les autres. Et puis après, quand on est vraiment de gauche, on se dit bien sûr qu'il y a une alternative, mais on finit par se dire de toute façon, je vais perdre. Donc, peut-être qu'il y a une alternative en théorie, mais en pratique, il n'y en aurait pas. Donc moi, ce que je voudrais éviter, c'est ça. Parce que la dépression militante, c'est ce que j'appellerais la ruse ultime du néolibéralisme. Les ennemis du néolibéralisme finissent par se dire, de toute façon, ils ont gagné. Donc comment ne pas être désespéré par ce programme? Je pense qu'il faut repartir de ce qui est constitutif de la démocratie, c'est-à-dire des oppositions entre des valeurs, et des oppositions entre des valeurs de droite et de gauche. Donc sur chaque question, il faut se demander comment on peut construire une opposition idéologique entre droite et gauche. Donc non pas comme le revendiquent les populistes de gauche, fonder tout sur l'opposition entre le peuple et les élites, mais au contraire, fonder tout sur l'opposition entre droite et gauche. Elle n'est pas donnée a priori, elle est à construire sur chaque sujet. Et ça n'est pas seulement répéter les solutions anciennes, c'est réfléchir. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ne pas être de droite. C'est le début pour savoir ce que ça veut dire qu'être de gauche. Die große Gefahr, die es heute gibt, sind Eric Fassalierische Depression. Und die begann mit Thatcher, there is no alternative, es gibt keine Alternative. Es ging weiter mit den Sozialdemokraten wie Blair und Schröder. Und heute, wenn man wirklich links ist, sagt man, doch, es gibt die Alternative, ich werde eh wieder verlieren. Und in der Theorie, man geht davon aus, dass es eben in der Theorie diese Alternative gibt, aber in der Praktik ist es sehr schwer, die wieder einzufordern oder die wieder herzustellen. Er sagt, wenn man davon ausgeht, dann ist das der letzte Gewinn oder der letzte Kampf des Neoliberalismus. So, aber wie sollen wir jetzt die Hoffnung nicht verlieren und was für ein Programm kann man denn jetzt anstreben? Eric Fasson meint, dass es sehr wichtig ist, erstmal davon loszugehen, was eine Demokratie eigentlich grundsätzlich auszeichnet und beschreibt, nämlich unterschiedliche Werte. Man muss jedes Mal wieder neu überlegen, wo ist denn jetzt eigentlich die ideologische Differenz zwischen rechts und links? Und es ist eben nicht nur die Differenz, wie das die Rechten für sich beanspruchen wollen, zwischen den Eliten und dem Volk. Nein, es gibt eben einen Unterschied zwischen rechts und links. Und der ist aber nicht natürlich oder urwüchsig gegeben oder immer schon da. Der muss jedes Mal wieder neu hergestellt werden
und auch und deswegen müssen wir darüber auch aktiv nachdenken, warum die eben nicht recht sind. Je prendrai deux brefs exemples. En France, aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris à gauche, utilisent le mot laïcité pour dire nous sommes au moins tous d'accord sur l'essentiel, la République, la laïcité. Ben ça, c'est pas partir d'une opposition entre droite et gauche, puisque la droite dit la même chose. Donc je crois qu'il faut s'interroger. Est-ce qu'on veut utiliser le même vocabulaire que la droite quand on est de gauche? C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'écologie. Lorsqu'aujourd'hui on parle d'écologie, est-ce qu'on veut dire oublions les clivages politiques entre la droite et la gauche, parce que ce sont des questions fondamentales? Ou bien est-ce qu'on veut dire ce serait quoi une écologie de gauche qui ne serait pas la même qu'une écologie de droite? Ça, c'est un choix stratégique. Est-ce qu'on veut dire dépassons la politique en trouvant des valeurs communes? Ça, pour moi, c'est très dangereux, c'est le contraire de la démocratie, puisque la démocratie, c'est l'affrontement des valeurs. Ou bien, est-ce qu'on essaie de dire, sur chacun des sujets, je ne veux pas parler la même langue que la droite, parce que je crois que, aujourd'hui, politiquement, démocratiquement, il est très important de faire vivre l'opposition entre droite et gauche. Et c'est ça, mon désaccord fondamental avec l'expression de populisme de gauche. Quand on dit populisme de gauche, ça veut dire que le substantif, c'est populisme, et que la gauche, c'est juste un adjectif. Donc que le populisme est premier, et que la gauche est seconde. Je crois qu'il faut partir du substantif gauche. Ça veut dire quoi être de gauche ? Es gibt zwei, er nennt zwei Beispiele dafür. Das erste ist erstmal, wenn man sich Frankreich näher anschaut, da bekennen sich die Linken vor allem zum Laizismus. Das heißt, wir sind okay oder wir sind einverstanden mit der Republik, aber auch mit dem Laizismus. Und es gibt eigentlich keinen Unterschied zur Rechten, weil die sagt genau das Gleiche. Hier muss man sich erstmal die Frage stellen, wollen wir das gleiche Vokabular benutzen? Das zweite Beispiel, das Eric Fasson nennt, betrifft die Ökologie. Sollen wir wirklich davon ausgehen oder sollen wir wirklich sagen, wir vergessen jetzt mal die Unterschiede zwischen rechts und links, denn es geht ja um ein essentielles Thema, oder sollen wir darauf beharren, dass es eben Unterschiede gibt zwischen linker und rechter Klimapolitik? Und das fasst er dann schlussendlich zusammen, dass es eben gefährlich wäre, diese gemeinsamen Werte in den Vordergrund zu stellen. Das wäre gefährlich für die Demokratie. Denn wir sollten jedes Mal, wir sollten uns jedes Mal wieder die Frage stellen, ob man wirklich die gleiche Sprache sprechen will oder nicht. Das ist wichtig für demokratische und auch politische Belange. Er schließt nochmal mit seiner grundsätzlichen Kritik von Linkspopulismus, die da wäre, dass, wie das Wort schon verrät, der Populismus als Substantiv im Zentrum steht und links eben lediglich das Adjektiv ist, das den Linkspopulismus beschreibt. Und er würde es eben genau umdrehen. Man sollte links wieder ins Zentrum stellen und nicht als Adjektiv hinten anhängen. In den Dialog mit dem Publikum treten könnten. Es sind genug Leute da, die auch ihre Meinung dazu äußern können, sich positionieren können, Nachfragen stellen können. Ich bitte um Wortmeldung. Dieses Mikrofon steht zur Verfügung, um ins Publikum gereicht zu werden. Ich habe in erster Linie eine Verständnisfrage, was genau mit Classe populaire oder die unteren Klassen gemeint ist. Ob man das praktisch auch so in marxistischen Begriff übersetzen kann, also wo das Ganze so im Produktionsprozess angesiedelt ist. Qu'est-ce que c'est la différence entre, ou est-ce qu'il y a une différence entre classe populaire ou une classe en bas, ou est-ce que c'est, ça se trouve au marxisme? J'utilise la notion de classe populaire de manière assez floue, puisque je suis en train de parler d'élections. Et quand on parle d'élections, on dépend des sondages pour savoir, en fonction des revenus, qui a voté quoi. Donc ce n'est pas une définition très rigoureuse de la classe, mais c'est une indication de qui vote quoi. Par ailleurs, je pense qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe en France aujourd'hui autour des Gilets jaunes, c'est un mouvement important, entre autres parce qu'il dure longtemps,
et aussi parce qu'il est apparu comme un symbole pour beaucoup de gens dans des pays très différents. Les gilets jaunes, ce n'est pas les plus pauvres des plus pauvres. Entre autres, ce ne sont pas, dans l'ensemble, des chômeurs. Ce sont plutôt des gens qui travaillent. Donc, ça nous amène à penser que les classes populaires, ce n'est pas un groupe unifié non plus. Il y a des positions très différentes. Et je crois que, justement, si on veut faire de la politique, il faut faire de la sociologie plus précise. C'est-à-dire, comment faire pour ne pas réduire tout ça à la même chose. Et je pense que là-dessus, la culpabilité des intellectuels face aux classes populaires les amène à regarder tout ça de loin, comme si c'était un peu tous les mêmes. C'est pas tous les mêmes, ni en termes de position de classe. Il suffit pas d'être plus pauvre que moi pour être tous dans la même situation, ni en termes d'idéologie. Donc je crois qu'il n'y a pas une classe populaire entre aujourd'hui les gens qui ont du travail et les gens qui n'ont pas de travail. Il y a une très grosse différence. La précarité, elle est inégalement répartie. Les ouvriers qui ont un travail sont déjà un peu des privilégiés par rapport à d'autres. Donc il y a une diversité des classes populaires qu'il faut prendre au sérieux. Wenn Erik Wasser von den Klassen populär, also von den unteren Klassen spricht, dann ist das ein sehr vager Begriff, denn er redet zuerst einmal vor allem über Wahlen. Und dabei geht man vor allem von Umfragen aus und die berechnen sich irgendwie beim Einkommen, aber sie sind nicht sehr strikt, also es sind keine genauen Konstrukte. Sie sollen vielmehr ein Anzeichen oder so ein bisschen so Indikationen hingeben, wer eigentlich was wählt. Er nimmt als Beispiel die Gelbwesten in Frankreich, weil die auch so ein wichtiges Symbol sind, auch für alle anderen Länder. Und es sind zum einen nicht unbedingt die Ärmsten der Armen, es sind aber auch nicht unbedingt nur Arbeitslose. Es sind sehr wohl Leute, die arbeiten, aber genau an dem Beispiel kann man gut aufzeigen, inwiefern diese Classe populaire eben nicht einheitlich sind. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Um hier eine gute Politik zu machen, müsste man auch soziologisch sehr viel präziser sein und sie nicht nur auf einen Begriff bringen oder auf eine einzige Sache zu reduzieren. Und hier sieht Erik Wasser sehr wohl auch die Schuld der Intellektuellen, die diese unteren Klassen eher aus der Ferne betrachten und sie so als einheitlich wahrnehmen. Aber das ist definitiv nicht so. Es gibt hier sowohl ökonomisch als auch ideologisch sehr, sehr große Unterschiede. Und eben diese Diversität gilt es ernst zu nehmen. Weitere Fragen? Was Sie unter Neofaschismus verstehen und was das eigentlich bedeutet, weil wir doch heute das Problem haben in Frankreich, genauso wie in Deutschland, das Anwachsen der, ja, ich sage auch ungern neofaschistischen Kräfte, aber es ist auch so, dass die Rechten immer brutaler werden, sage ich mal, und Neofaschismus bedeutet doch letztendlich, dass man gegen Rassismus, gegen anders, also Gläubige ist, dass man rassistisch denkt und natürlich auch gegen Linke ist. Und jetzt frage ich mich, was heißt das, wenn, also Neofaschismus heißt, man ist gegen links und man ist ja auch so weit, dass man Demokraten dann bekämpft und als Feinde sieht. Und was weiß ich, irgendwann zu ganz brutalen Mitteln greift, wie es schon mal war, im Faschismus mit Mord und Totschlag reagiert. Also das ist für mich Neofaschismus. Einfach mal sammeln. Du hattest noch eine Frage und dann Patti da hinten, ne? Mhm. Bitteschön. Ich bin im Kurs, oder? Bitte? Man hört mich auch ohne Mikro, oder? Das war genau, wie das hinten ist. Hier vorne, ja. Je voudrais juste savoir si j'ai bien compris, vous avez dit, vous critiquez les gens qui disent qu'il y a un espoir, qu'on peut convaincre des gens qui votent extrême droite. C'est ce que j'ai senti, que vous dites que les gens qui votent extrême droite, c'est parce qu'ils ont une joie de voter à droite, alors il n'y a pas de moyen de le changer. C'est un peu
déprimant de voir ou comprendre ça. Et est-ce que vous avez une solution, une idée comment on peut convaincre les gens? Et je sais qu'en France, c'est un peu différent. En Allemagne, les extrêmes droites, ça a l'air d'augmenter. C'est juste l'air, parce que comme vous l'avez dit, empiriquement, peut-être ces gens-là, ils ont une pensée extrême droite. Mais c'est juste que maintenant, ils ont un moyen d'exprimer leur idée d'extrême droite. Et maintenant, en Allemagne, tout le monde a un sentiment que ça a augmenté et tout le monde est confus et dit « Mais comment on peut faire pour retourner les gens au milieu bon, est-ce que vous avez une idée ?» Je veux noch eine und dann Patti. Sie haben davon gesprochen, dass es diesen, und sich auf Nancy Fraser bezogen, dass es diese Spaltung oder diese Unterschied gibt, dass ja nicht nur ökonomisch quasi aus einer ökonomischen Perspektive gekämpft wird, sondern es geht auch um soziale Anerkennung. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es so ist, wird darauf eigentlich jetzt schon geantwortet in der Linken, denn wir diskutieren diese Themen ja jetzt schon seit ein paar Jahren sehr populär, auch nach dem Buch Wilkenachin und so weiter. Und ich habe mich gefragt, okay, mir sind zwei Begriffe eingefallen. Und zwar einmal der Begriff der Vielen, und ich würde sagen, der ist tendenziell neu, und einmal der Begriff der Solidarität. Und diese beiden Begriffe erfahren gerade politische Konjunktur, würde ich behaupten, in den deutschsprachigen Debatten. Und ich finde, Sie haben zwar den Populismusbegriff kritisiert, aber das hat quasi so Momente, weil es einfach so ein leerer Signifikant ist, den man sehr gut füllen ist, aber eben dieses, sowohl das, diesen Anerkennungsmoment bedienen würde, als potenziell auch andere Sachen, die, also es ist viel inklusiver als ein Volksbegriff natürlich. Und wie ist es dann, vielleicht können Sie eine europäischere Perspektive darauf werfen, weil meine ist sehr subjektiv vielleicht und deutschsprachig. Also ich kann kein Französisch, deswegen auch. Ja. La première question c'était qu'est-ce que ça veut dire néo-fascisme exactement, si on pense que ça veut dire être raciste, mais aussi s'opposer à une gauche. Soll ich erstmal alles sagen? Je vais déjà répondre peut-être à la première question pour revenir sur l'expression néo-fasciste. D'abord, je voudrais rappeler qu'effectivement, beaucoup de gens, lorsqu'on parle de fascisme, disent « Mais non, il y a des différences entre les années 30 et aujourd'hui. » Bien sûr qu'il y a des différences. Mais c'est le principe même d'un concept que de rapprocher des situations différentes. Ou si vous voulez, c'est un idéal type, si on veut parler comme Max Weber. Donc, on rassemble des choses... Comme quand on parle de féodalité, on peut parler de féodalité pour l'Occident au Moyen-Âge, ou on peut parler de féodalité pour le Japon. Donc on rapproche des choses différentes. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on comprend mieux grâce à ça. Natürlich zum Neofaschismus gibt es Unterschiede zwischen den 30er Jahren und heute, aber das Konzept, oder man gewinnt ja sehr viel an Erkenntnis davon, wenn man unterschiedliche Dinge so nahe aneinander bringt wie möglich. Das bezieht sich auf Max Weber Idealtypenbildung. Das möchte Erik Fassin mit diesem Begriff machen, indem man unterschiedliche Sachen, also 30 und heute, aneinander nähert und dadurch vergleicht und Erkenntnisse gewinnt. Et donc, pour moi, l'intérêt de parler de néofascisme, c'est de dire oui, il y a des différences, mais il reste une question fondamentale, c'est malgré les apparences démocratiques, le refus de la démocratie. C'est pour ça que, par exemple, j'utilise l'expression pour parler de ce qui s'est passé au Brésil, mais pas seulement au Brésil, de coup d'État démocratique. A priori, un coup d'État démocratique, ça paraît contradictoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dilma
Rousseff a été destitué, c'était dans les formes de la démocratie. Mais c'était quand même un coup d'État. Quand Lula a été mis en prison pour ne pas être candidat contre Bolsonaro, c'était dans les formes de la démocratie, mais c'était contre la démocratie. Donc, de même que je parle de coup d'État démocratique, je parle de néofascisme dans nos sociétés démocratiques. Non pas contre nos sociétés, mais dans nos sociétés. Non pas contre le néolibéralisme, mais dans la logique même aujourd'hui du néolibéralisme. Ça peut prendre des formes explicitement antidémocratiques. C'est le Chili de Pinochet, en 1973. Ou bien, ça peut prendre des formes apparemment démocratiques, comme au Brésil aujourd'hui. Interesse daran besteht, von einem neofaschistischen Moment zu sprechen, ist, dass es trotz, um damit auszudrücken, dass es trotz seiner demokratischen Erscheinung immer gegen die Demokratie gewendet ist. Eric Bassin will das mit dem Begriff des demokratischen Staatsstreichs umschreiben und demokratischer Staatsstreich erscheint erstmal widersprüchlich. Als Beispiel nennen wir hier Brasilien, wo Dilma, die Präsidentin, Dilma Rousseff, die Präsidentin, abgesetzt wurde, aber in Formen der Demokratie, was aber gegen die Demokratie gewählt, gewendet wurde. Genauso wie Lula, ist der Lula, genau, ist war einer der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, der war im Gefängnis und durfte dann nicht mehr antreten. Das war ebenfalls wieder in den Mitteln der Demokratie oder demokratisch gesehen was korrekt, aber gegen die Demokratie gewendet. Und genau das ist, was dieser Begriff des Neofaschismus ausdrücken soll, dass es in unseren Gesellschaften nicht gegen den Neoliberalismus, sondern für den Neoliberalismus gewendet wird, indem die Demokratie dafür, man kann sagen, missbraucht wird. Und man kann beispielsweise sowas wie Chile mit dem ganz anderen oder scheinbar ganz anderen Fall wie Brasilien jetzt vergleichen. La deuxième question, je vais la traduire peut-être moi-même, vous allez préciser si j'ai trop simplifié. Mais vous m'avez demandé si mon analyse n'est pas complètement désespérante. Oui. Si je dis qu'on ne peut pas sauver les électeurs d'extrême droite, s'ils sont condamnés à être des fascistes, quel est notre espoir? Je dirais d'abord que c'est une question de stratégie, la politique. Donc, par où on commence? Les populistes de gauche disent « Commençons par essayer de regagner les électeurs de Marine Le Pen. » Moi, je dis « Commençons par les abstentionnistes. » Les abstentionnistes, ils ont une grande qualité, c'est qu'ils n'ont pas voté pour un fasciste. Donc, il est moins difficile de convertir un abstentionniste que de convertir un fasciste. Donc commençons par là. C'est une question de stratégie. Die Frage war, ob es nicht eine total hoffnungslose Analyse ist, zu sagen, man kann die Rechten nicht retten. Und Eric, was, und dann war die Frage, was dann eigentlich dann als Hoffnung bleibt, wenn man eben nicht versucht, die WählerInnen der rechten Parteien zu konvertieren. Eric was betont, dass es eben eine strategische Frage ist. Also stellt sich die Frage, von wo geht man denn los? Die Linkspopulisten würden sagen, lasst uns bei den WählerInnen von Marine Le Pen losgehen und versuchen, die zu, wieder zu uns zurückzugewinnen. Wobei, wohingegen Eric Fassin vorschlägt, eben bei den Nicht-WählerInnen loszugehen, denn das ist eine ganz andere Gruppe und die wird leichter zu überzeugen sein, wieder links zu wählen, als Leute, die sich bereits für den Faschismus entschieden haben. Und das ist leichter, die wieder umzustimmen. Je prendrai un exemple, la France, où Jean-Luc Mélenchon, en 2012, lorsqu'il était candidat pour la présidence de la République, avait une stratégie de gauche. Il parlait de parti de gauche, de front de gauche, il chantait l'international et il brandissait des drapeaux rouges. En 2017, il avait une stratégie populiste, le mot gauche n'apparaissait plus, nulle part. Il disait qu'il fallait unifier le peuple, fédérer le peuple plutôt
que réunir la gauche. Il utilisait le drapeau tricolore et il chantait la Marseillaise. Ça, c'est une stratégie. On passe d'une stratégie de gauche à une stratégie populiste. Est-ce que c'est une bonne idée? Si on veut séduire des gens qui sont très sensibles au drapeau français, peut-être. Mais parmi les abstentionnistes en France, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup de minorités raciales. D'habitude, quand on leur sort le drapeau, c'est contre eux. Donc quand ils voient le drapeau, ils ont du mal à croire que c'est pour eux. Donc c'est une stratégie qui, quoi qu'on en pense, pour des raisons idéologiques, me paraît d'un point de vue pragmatique peu efficace. Et je crois qu'on peut le confirmer empiriquement en regardant les résultats des élections. Il y a un Beispiel, und zwar das Beispiel von Jean-Luc Mélenchon's Wahlstrategie oder Wahlkampf. Er hat da zwei total unterschiedliche Strategien angewendet. Einmal hat er sich Front de Gauche, also linke Front genannt. Es gab die rote Fahne, es gab internationales Recht, das richtig verstanden habe. Das zweite Mal, die zweite Strategie, ist aber eine ganz, ganz andere. Da taucht das Wort links nicht auf, es wird die Marseillaise gespielt, es wird die Fahne Frankreichs gezeigt und er spricht davon, das Volk wieder zu vereinigen. So, und das, an diesen beiden unterschiedlichen Strategien sieht man genau den Unterschied einer linken Strategie und einer populistischen Strategie. So, und für was wird diese populistische Strategie gut? Ja, vielleicht, wenn man Leute überzeugen will, die sensibel sind für die Belange Frankreichs, aber eben nicht, wenn man sich an die Leute wählen will, die eben nicht wählen gehen, an die Leute wenden will, die eben nicht wählen gehen. Die sind meistens jung oder von ethnischen Minderheiten und die werden eher abgeschränkt durch so eine Fahne. Je crois donc que si on veut séduire les abstentionnistes, il faut se dire qu'ils ont envie de politique. Donc ils ont envie de se dire qu'il y a une alternative. Donc pour dire qu'il y a une alternative, il faut dire la droite fait ceci, la gauche fait cela. C'est ça qui peut donner à des gens qui ont arrêté de voter l'envie de voter. Parce que pourquoi ont-ils arrêté de voter ? Parce qu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait aucune différence entre la droite et la gauche. Si on essaie de leur montrer que ça n'est pas la même chose, il y a une chance qu'ils passent de l'autre côté. Si on essaye de séduire les gens d'extrême droite en leur racontant ce qu'ils entendent déjà à l'extrême droite, eh bien, il y aura toujours la réponse qui était celle de Jean-Marie Le Pen, disant les électeurs préfèrent l'original à la copie. Eric Fassin sagt, dass es ihm wichtig ist, wieder Lust herzustellen, wählen zu gehen. Und zwar, das geht nur, wenn man wieder darauf hinweist, dass es Alternativen gibt. Indem man zum Beispiel sagt, die Rechten machen das und das, die Linken machen das und das. Und es gibt eben unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. So denkt er, kann man wieder die Lust herstellen, wählen zu gehen. Denn warum haben die Leute aufgehört, wählen zu gehen? Weil es anscheinend keinen Unterschied mehr gibt zwischen rechts und links. Und vielleicht hat man eine Chance, das aufzubrechen, wenn man wieder auf diese Alternativen hinweist. Alors, je vais essayer de répondre, et j'espère ne pas trop déformer la question qui m'a été posée. D'abord, le terme de solidarité, je pense qu'il est intéressant de voir que en France, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et depuis des années, tout le monde a oublié le troisième mot. Personne ne pense à la fraternité. Or, la fraternité, elle a trouvé une nouvelle actualité dans la Constitution à propos des migrants, en considérant que les gens qui aident les migrants, ils font preuve de fraternité. Et donc le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de fraternité pouvait être invoqué pour venir en aide aux migrants. Donc ça n'est pas tout à fait le même mot, bien sûr, que solidarité, parce que quand on pense solidarité, on pense davantage, sans doute, à des questions économiques ou à des questions sociales, mais
c'est l'ensemble de la fraternité, et encore une fois, on peut utiliser des termes différents, qui a une certaine actualité. Genau, Solidarität hat in Frankreich auch eine wieder mehr Konjunktur erfahren. Früher hat man vor allem von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gesprochen. Von Brüderlichkeit spricht man heute nicht mehr so sehr, aber Solidarität gewinnt immer mehr an Aktualität, vor allem im Themenfeld oder bezüglich der Immigration oder der Hilfe von MigrantInnen. Und vor allem die, die auch MigrantInnen helfen, benutzen zunehmend dieses Wort. Und man kann es eben nicht nur für ökonomische Belange, sondern auch für Belange der Anerkennung verwenden. Par ailleurs, pour voir comment la gauche pourrait répondre, par exemple, à ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est pas simple, bien sûr, mais je crois qu'il faut et une politique de reconnaissance et une politique de redistribution. Les politiques de redistribution, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire, sauf qu'il n'y a pas beaucoup à redistribuer. Les politiques de reconnaissance, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. En particulier, ça veut dire quoi reconnaître? Et je pense que ça pose une question pour la politique qui est très importante. Est-ce que la politique doit refléter ce que demandent les gens? Moi, je ne crois pas. Ça, c'est la conception des sondages. Dans les sondages, on nous dit « les Français veulent ceci ». Les Allemands veulent cela. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je ne crois pas au sondage. C'est un peu un défaut professionnel des sociologues. Je les utilise quand ça m'arrange, mais je n'y crois pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la politique, ça n'est pas de refléter l'opinion publique. C'est de la produire. C'est-à-dire de proposer des visions du monde en espérant que des gens vont s'y rallier. C'est le contraire d'une politique comme reflet des gens, c'est une politique qui revendique d'être une politique. Il me semble qu'aujourd'hui, les débats médiatiques et les sondages amènent à se tromper sur la nature même de la politique. La politique n'est pas le reflet de ce que disent les gens. La politique propose aux gens des discours et après ils les reprennent à leur compte ou ils les rejettent. Was heißt das jetzt für eine linke Politik? Also man braucht sowohl Umverteilung und das ist eben jedem relativ klar, was das sein soll. Es soll umverteilt werden, nicht klar ist, was umverteilt werden oder wie konkret umverteilt werden soll. Bei der Anerkennung ist es auch erstmal zugänglich, was das sein soll, aber was das im Spezifischen sein soll, das ist eben dann eine Frage der Politik. Genau in diese Frage soll sich politisches Handeln übersetzen. Und das ist eine sehr wichtige Frage für Eric Kasser. Soll die Politik lediglich reflektieren, was scheinbar gewollt wird? Er weist hier auf die Konzeption von Umfragen hin. Umfragen zeigen ja immer, scheinbar wollen die Franzosen das und das, die Deutschen das und das. Und er behauptet oder er bestärkt nochmal, dass er eben nicht an Umfragen direkt glaubt, sondern er sich denkt, dass das was mit dem Wesen der Politik selbst zu tun hat. Die Politik selbst soll eben nicht nur reflektieren, was man scheinbar will, sie soll vielmehr herstellen, verschiedene Weltansichten vertreten und auch Visionen vorstellen, an die man sich dann eben knüpfen kann oder an die man sich wenden kann. Und die eben auch einfordert, politisch zu sein. Und er weist hier nochmal auf Debatten in den Medien hin, die eben genau darüber täuschen, was Politik scheinbar ist. Hier meint man, dass Politik lediglich Meinungen reflektiert. Nein, sie soll viel mehr Meinungen vorschlagen. Et enfin, sur la question de viel, donc le grand nombre, je ne suis pas sûr de tous les échos que ça peut avoir pour vous ici, et donc... Il y a peut-être aussi le fait que nous avons des références différentes. Mais en tout cas, pour ma part, je considère que le grand nombre, c'est ce qui compte dans la politique électorale. Dans des élections, il faut avoir une majorité. Mais la politique, ce n'est pas seulement les élections. La politique, c'est aussi les mouvements sociaux, en particulier. Et les mouvements sociaux, ce n'est pas des majorités. Ce n'est pas des grands nombres. Je me suis mal exprimé, pardon, j'ai mal compris. Allez-y. Je n'ai pas parlé en français. Ce n'est pas grand.
pardon, je, désolé si j'avais mal interprété, excusez-moi. Non, mais je vais essayer de préciser. Donc, alors, je vais répondre sur les deux points tels que je les comprends. Sur le grand nombre, je crois qu'en fait, donc, pour ma part, la politique en dehors des élections, c'est souvent des petits nombres. C'est des minorités qui se font passer pour des majorités. Par exemple, aux États-Unis, la moral majority, la majorité morale qui a porté au pouvoir Reagan, c'était une minorité religieuse très active. Donc, je crois que quand on est de gauche aujourd'hui, on n'est pas très majoritaire. Donc, il faut être des minorités très actives. Alors, par rapport à ce que vous dites sur la diversité, et je ne sais pas si je... Encore une fois, je suis désolé si je comprends mal, parce que je n'ai pas tout le contexte, mais sur la diversité... Okay. Parce qu'en ce moment-là, en Allemagne, il y a, ça s'appelle les Filles, c'est, il y a des annonces de petits groupes de minorités qui expriment leur voix. C'est un peu donner une voix de différentes minorités. C'est comme une communauté, ça est devenu un sentiment communautaire de gauche. Peut-être qu'on peut expliquer. Ben. Moi, en tout cas, mon impression, je travaille et je m'engage depuis toujours, comme depuis toute ma vie adulte, sur des questions minoritaires, alors que je n'appartiens à aucune minorité. Pourquoi ? Parce que je pense que les questions minoritaires posent des questions sur la norme, c'est-à-dire qui concernent tout le monde. Donc le fait qu'à partir d'une position particulière, on pose des questions générales, il me semble que c'est ça la politique. C'est par exemple ce que fait le féminisme. Le féminisme, à partir de la position des femmes, pose des questions qui concernent tout le monde, qui ont des effets sur la vie de tout le monde. Et c'est vrai, des minorités raciales qui posent des questions à partir de leur position minoritaire, mais qui interroge tout le monde. Donc je ne sais pas si ça répond, mais je crois que partir d'un point particulier pour poser des questions générales, c'est à mon sens une manière importante de faire de la politique qui est oubliée quand on parle de populisme de gauche. Eric Fassau betont hier nochmal, dass es geht, dass Minoritäten als Mehrheiten durchgehen können, und er verweist auf die moralische Mehrheit, die Reagan an die Macht gebracht hat. Es war eine aktive religiöse Minderheit, die sich selbst als moralische Mehrheit tituliert hat. Und er sagt, aus diesem Beispiel kann man lernen, denn auch die Linke ist heute nicht sehr mehrheitlich oder sehr sehr groß in dem Sinne. Und er weist dabei nochmal darauf hin, wie wichtig es ist, von einem partikulären Punkt auszugehen, zum Beispiel von einem Feminismus, der ja scheinbar erstmal nur die Frauen betrifft, aber daraus kann man eben immer auch auf etwas Generelles schließen, also auf die größeren Fragen. Und deshalb macht Sinn, von einem kleinen, minoritären Punkt aus loszudenken, hin zu was Größerem. Nicht weit vorangeschritten ist, würde ich sagen, wir lassen die Veranstaltung jetzt mal langsam auslaufen. Eric Fassau wird hier sein, ihr könnt ihn noch Fragen stellen. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen bei Eva Fleischmann für diese wunderbare... Und bei Adam Yamandi, der nämlich der Backup war und der, glaube ich, zur Selbstsicherheit von Eva Fleischmann enorm beitrag hat, auch solange er nichts gesagt hat. Ganz geschenkt für euch, und zwar eine französischsprachige Biografie über Rosa Luxemburg. Vielen Dank. Und möchte noch kurz Werbung machen. Am Donnerstag wird im NS-Doku-Zentrum ab 19 Uhr ein politischer Kunstpreis verliehen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der heißt Hans- und Lea-Grundig-Preis, an vier verschiedene politische KünstlerInnen international. Außerdem habe ich hier noch Material mitgebracht, unter anderem auch historische Landkarten über Ereignisse der Bayerischen Revolution und Räterepublik. Wusstet ihr, dass es in Bayern 8000 Arbeiter- und Soldatenräte gab? Das könnt ihr alles hier nachlesen, die sind frei, nehmt euch das mit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, bis bald. Was? Also am Wochenende ist Antifa-Kongress, aber das wisst ihr eh alle, oder? Also wunderschönen Abend noch. Ciao.